In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man diese BR-155-Lokomotive bedient. In dieser Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Güterbetrieb. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen. Aktivieren Sie die Bremsen mit Hilfe des Bremsschlüssels, damit jetzt können wir die Bremsen lösen und uns. Das große Rad in der Mitte ist der Fahrstufenregler. Dieser steuert, wie viel Leistung in der Lokomotive aufgeschaltet wird. Stellen. Das Ausrollen ist eine Methode. Bevor wir mit dem Bremsen beginnen können, muss der Fahrstufenregler in die Stellung 0 gebracht werden. Sollten Sie dies nicht tun, wird der Bremsvorgang eine Traktionssperre auslösen. Die direkte Bremse wird genutzt, um ausschließlich auf die Lokomotive Bremskraft anzuwenden. Sie lässt sich schneller anlegen und lösen als das Führerbremsventil. Wenn Sie als einzelne Lokomotive unterwegs sind, ist es also besser, diese Bremse zu verwenden. Halten Sie an, indem Sie die direkte Bremse nutzen. Die Güterwagen befinden sich hinter uns. Wechseln Sie die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter und stellen Sie dann die angezeigte Weiche mit Hilfe der Karte oder zu Fuß. Die Weichen sind korrekt gestellt und Sie können jetzt an die Güterwagen ankuppeln. Halten Sie vor den Puffern an.
Jede Lokomotive nutzt manuelle Kupplungen, die per Hand verbunden werden müssen. Sie können die Außenkamera nutzen oder zu Fuß gehen, um an- oder abzukuppeln. Lassen Sie uns über die Außenkamera an den Zugverband ankuppeln. Gute Arbeit! Ändern Sie jetzt die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter und bewegen Sie den Zug vorwärts auf das angezeigte Nebengleis. Halten Sie an, indem Sie das Führerbremsventil nutzen.